Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian und Sascha ist hier an Bord. Und, es ist eigentlich Christian und Sascha, aber ist egal. Was habe ich gesagt? Du hast auf dich gezeigt und hast gesagt Christian, hast auf mich gezeigt und hast Sascha gesagt. Ja, das weiß doch jeder, wer du bist mittlerweile. Ich bin nicht der Sascha. Ja, aber es weiß doch, dass ich nicht Christian bin. Und ich bin nicht Sascha. Ja, das weiß doch mittlerweile jeder. Ja, gut. Immer wieder schön mit dir. Ich bin aufgeregt. Warum? Ich habe morgen Geburtstag. Du hast morgen Geburtstag! Ich habe morgen Geburtstag. Mensch! Also wenn ihr mir gratulieren, übertrieben wertvolle Geschenke und sowas zukommen lassen wollt, ne, fühlt euch da nicht irgendwie bedrängt. Oder fühlt euch willkommen. Fühlt euch willkommen, ja. Morgen am 25. September habe ich Geburtstag und ich freue mich über jedes wertvolle Geschenk. Ja, jedes Geschenk hier, über 20 Euro. Das hier eintrifft, zu meinen Ehren. Ja. Dankeschön. Aber wir haben heute auch einen Fakt des Tages! Kannst du das nochmal machen? Warte mal. Fakt des Tages! So, du hast so gemacht, so. Ja. Bis 1914 durfte man in den USA Kinder per Post verschicken. Was? Echt jetzt? Ja. Per Post? Durfte man. Darf man das nicht mehr? Naja, in den USA jedenfalls nicht. Ja, aber es ist ja immer so, wenn du da bist, ist irgendwie komisch, irgendwie der Wurm drin, habe ich den Eindruck. Also ich habe wirklich den Eindruck, also es liegt ja nicht an mir. Am 28. September haben wir aber auch noch etwas, was du noch vortragen wolltest. Nee, ich möchte es einfach nicht. Ja, ist ja da kein Bock mehr. Ja, der Spoiler des Tages. Ja, Gwyneth Paltrow hat Geburtstag. Happy Birthday, Gwyneth. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wenden sich offiziell von der Polygamie ab. Schade eigentlich. Kennst du? She's my destiny. Krass, kenne ich. Ich war mal Jennifer Rush-Fan. Kannst du aber nicht aussprechen. Ja, am 27. September 1990 schließen sich Ost und West Deutschland, also die, Moment, andersrum. Die sozialistischen Parteien. Gwyneth Paltrow hat Geburtstag. Genau. Ja, rüber ab. Spoiler des Tages. Okay. Genau, ja. Aber am 27. September. Am 24. September 2002 wird Angela Merkel Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Da lache ich mir noch einen Ast. Mutti. Die Mutti. Da muss die Mutti. Ja. Wenn sie wenigstens da mal gegrinst hätte. Aber ja. Die grinst ja immer so. Mit dem Mundwinkel nach unten. Mhm. Angie, Mutti, falls du das hier siehst, wo ich schwer ausgehe. Gwyneth Paltrow.